willkommen zu einem neuen YouTube-Video von mir. Ich wollte euch die nächsten Tage ja mitnehmen, so Weekly-Vlog-mäßig mit Fokus auf Sport und Ernährung unter anderem auch, denn in 3 Wochen sind die deutschen Meisterschaften und ich habe super viel Training und versuche mich dann natürlich auch darauf zu konzentrieren, möglichst gut zu essen und meinen Körper so zu unterstützen. Und Marcel ist auch wieder da, den habt ihr im letzten Vlog vermisst, habe ich in den Kommentaren gelesen. Das heißt, mit ihm werde ich auch ein bisschen was machen. Es ist Sonntag und 13 Uhr. Wir machen jetzt mal Frühstück. Ich habe heute 17 bis, ich schätze so 20, 21 Uhr Small Group Training, also mit der Gruppe, mit der ich ja zu den deutschen Meisterschaften, also mit denen wir Regionalmeister geworden sind und uns zu den deutschen Meisterschaften qualifiziert haben. Morgen dasselbe, dann nochmal übermorgen Formationstraining und dann wollte ich auch euch wieder mit ins Gym nehmen. Das hat euch ja auch gefallen, wie ich in meiner Abendroutine euch das gezeigt habe. Ganz viel Spaß bei dem Video. Ich zeige euch nicht alles, was ich esse, sondern einfach immer nur zwischendurch, wenn gute Sachen dabei sind. Nur damit ihr euch nicht wundert, falls irgendwas euch wenig erscheint oder so. Das gönne ich mir ab und zu. Das ist richtig nice. Ich nehme jetzt noch eine Banane mit, ich fahre jetzt zu meinem Hund und gehe eine Runde mit ihm spazieren und dann fahre ich von dort direkt zum Training. Marcel und ich haben vorhin, kleiner Beziehungs-Real-Talk, Haushaltsaufgaben aufgeteilt, weil wir haben so über die Jahre festgestellt, dass wir bezüglich so Haushalt, ist nicht so, als würden wir uns streiten, aber wir sind uns manchmal so ein bisschen uneinig, wie viel der andere jeweils macht und alle haben das Gefühl, dass der andere mehr macht. Und was wir jetzt gemacht haben, wir hatten nämlich super viel Aufgaben im Haushalt quasi, die wir so gemeinsam machen oder jeder macht, was er selber verunreinigt hat, so Wohnungsputz gemeinsam und wenn man halt die Küche benutzt, dann macht man sie halt sauber, aber dadurch war das halt irgendwie total zu verschwommen für uns und deswegen haben wir jetzt alle möglichen Aufgaben aufgeschrieben, die täglich, wöchentlich, monatlich so anfallen und dann haben wir jede einzelne Aufgabe aufgeteilt, also das heißt, dass einem der andere gar nicht mehr in die Aufgabe so reinfuscht, weil jeder hat eigene Aufgaben. Und nichts, was man dann so zusammen macht, also außer so die gängigen Sachen. Und ich glaube, das könnte für uns helfen. Also ich weiß nicht, viele Leute handhaben das anders oder bei denen funktioniert das besser oder so, aber ich glaube, das ist nochmal so ein Gamechanger für uns jetzt so, damit das einfach kein Thema mehr ist. Dummer Haushalt. Ich ziehe mich nochmal um, das ist mir irgendwie alles zu eng heute. Ich kann nicht atmen. Neon.
guten Abend, dass ihr eingeschaltet habt. Das war wirklich richtig, richtig, richtig schlimm. Ja, willst du ohne Messer essen? Das weiß ich noch nicht. Wahrscheinlich nicht, ne? Nö. Training war richtig schlimm. Also ich habe so doll Muskelkater im rechten Oberschenkel, dass der so... Also es tut so doll weh, dass der so nachgibt dann auch. Und Marcel hat dann die Lasagne gemacht, die ich sonst immer so mache. Ich habe ihm mein Recipe geschickt für Gondissin. Hast du Parmesan oben drauf gemacht? Mhm. Mmh. Ja. Wahrscheinlich ist es deswegen auch so kross hier. Also irgendwas... Ja, die haben sich überlappt an der Stelle halt. Habe ich nicht dran gedacht, dass man vielleicht auch noch streichen muss dann. Ja, schmeckt nach Parmesan. Okay. Hat ein bisschen weh getan. Hast du auch voll gut gesagt. Aus der ersten Bundesliga ist Statement, die sind krass, und aus der zweiten Bundesliga. Ich habe jetzt hier nochmal so ein Stück gemacht und ordentlich so Tomatensauce an alle Ränder und so gemacht und nochmal die Käseschicht oben auf. Es war Marcells erste Lasagne, es war super. Mal gucken, ob das besser wird. Einen wunderschönen guten Montagmorgen und ich erledige jetzt etwas, was ich vor mir hergeschoben habe, schon länger und was auf mir lastet. Und das ist dein Zeichen. Das, was du vor dir her schiebst, auch zu erledigen. You got this. I got this. Ich werde jetzt Kack-Buchhaltung machen. Nein. Ich bin dankbar, dass ich Buchhaltung machen kann, denn das bedeutet, dass ich im Business habe, was läuft. Und es ist nichts weiter, als ein paar Belege rauszusuchen, ne? Und den Kopf ein bisschen anzustrengen. Also erledige, bevor du dich drückst, weil ich mache das jetzt auch. Und zusammen ist besser. Und ich mache das im Bett, weil dann kommt mir das nicht ganz so schlimm vor. Ich esse jetzt ein bisschen Chia-Pudding. Ich habe hier also Chia-Joghurt. Ich nehme eigentlich immer diesen hier. Und ein bisschen Wasser. Chiasamen rein und Agavendicksaft zum Süßen. Und jetzt schneide ich da noch Apfel und Banane rein. Ich muss gleich wieder los zum Training. Und ich fühle mich gar nicht fresh heute. Oh mein Gott. Manchmal kennt ihr das, wenn ihr... Ich trinke ja keinen Alkohol. Aber wenn ihr ein Training hattet, was hart war, und euch dann am nächsten Tag dann verkatert fühlt. Jetzt nicht im Kopf, aber im Körper. Ich glaube, ich muss auch einfach mal meine Haare richten, weil ich glaube, das überträgt sich auf meine ganze Mut. Noch mehr ein bisschen Nudeln mit Spinat und Käse und dann mache ich die Lasagne nochmal ein bisschen fresh, dass wir die später nochmal 10 Minuten backen können, weil die ist echt nicht durch gewesen. Ich mache aber nochmal die Schicht ein bisschen mit mehr Tomatensauce und so und dann Käse und dann kann man die vielleicht heute Abend nochmal fresh machen. Das schmeckt so nice. Richtige Portion cremiger Käse drin. Einfach nice. Und ich benutze mal so gefrorenen Spinat, einfach entweder so Alpro-Spinat oder Würzspinat, wo es dann einfach nur Spinat mit Zwiebeln ist. Und dann habe ich da halt jetzt gerade noch ein bisschen Frischkäse reingetan, habt ihr ja gesehen. Alleine die Geräusche. Ja, ich habe erst von ihm gemacht und er dann von mir. Mhm. Die abgeseilt, mit der Geschichte. Woher lernt man da auch, ob man den das heißt Reck, oder? Was? Reck? Red? Rem? Krass. Das war lustig. Champagne every day. We're spiraling down to the ground. Lost.
schwierig. Also wenn halt der Körper so vermuskelkatert ist, dann oh, und dann dieselben Bewegungen nochmal drauf. Das war Pain. Und ich habe auch voll viel irgendwie noch so in meinem Kopf, also ich gehe jetzt am Freitag in den Eras Tour Movie mit super vielen Followern, also sollten mir so alle schreiben, die mitwollen, und es sind über 60 Leute in der Gruppe jetzt und das Kino füllt sich langsam und Marcel kommt auch mit, deswegen wäre es cool, wenn wir vielleicht zusammen eine Era verkörpern, aber jetzt nicht direkt was Neues kaufen dafür, weil nächstes Jahr gehen wir ja noch aufs Konzert und da können wir dann ja all in gehen. Dann habe ich halt, ich glaube, das Heftigste, zu dem ich, also überhaupt wurde ich, bin ich ja nicht eine Rieseninfluencerin, aber zu so vielen Sachen wurde ich jetzt noch nicht eingeladen und ich wurde von Captain Sun zu was eingeladen jetzt in 2 Wochen. Das wird richtig heftig und da habe ich halt eine genaue Vorstellung so von meinem Outfit und die Leute auf Vinted antworten mir die ganze Zeit nicht, aber ich will denen das ja abkaufen und langsam wird es auch zeitlich eng, aber alles total aufregend. Also ich freue mich echt total drauf und alles auf einem Haufen, also auch Lisa Marie Schiffner, Lisa Marie Schiffner hat mich auch auf ihr Lounge-Event eingeladen in 1,5 Wochen schon. Und dafür hätte ich auch gerne ein dickes Outfit. Wie viel Hunger hast du? Bitte. Komm mit mir. Bitte. Wieder ready fürs Training. Heute ist Formationstraining, also nicht mit der Small Group, was ganz gut ist, weil dann mal wieder neue Bewegungen, also Bewegungen da sind, auf die ich noch nicht so doll Muskelkater habe vielleicht, auch wenn ich überall Muskelkater habe. Und es ist ja auch gerade eher eine besondere Phase, dass wir überhaupt dieses Small Group Training haben. Aber heute ist das große Formationstraining, also wo die 12 Leute auf der Fläche sind und darauf freue ich mich. Und da in der Mannschaft sind jetzt auch noch so 1-2 Leute, die ich super gern habe. Also ich habe natürlich alle gern, aber 2 sind neu dazugekommen, die ich von meinem anderen Tanzstudio halt kannte. Und wir fahren alle in so einer Fahrgemeinschaft zusammen und das ist immer voll schön, so zum Reden. Ich bin so gespannt. Die Choreo ist so cool und das, also jetzt schon, wir haben eine Minute oder so. Das Konzept ist mega cool, ich stehe da richtig drauf. Deswegen bin ich immer gespannt, was Neues kommt. Und dann freue ich mich auch sehr auf den Restday morgen. Ich will einfach nur die Leggings von Teveo an. Schwarzes T-Shirt, schwarzer Adidas Sport-BH, Adidas Socken. Heute, ne? So crazy. Ich habe so Cravings. Also, ich muss mal gucken, wo ich gerade im Zyklus bin, weil es ist wirklich bei mir so krass unterschiedlich im Monat. Wirklich, ich habe heute Morgen, normalerweise esse ich nicht gerne nach dem Aufstehen. Einfach, weil sich das überhaupt nicht gut anfühlt. Und
Heute hatte ich Hunger ohne Ende. Ich hätte wirklich 5 Kilo Käse essen können. Also habe ich auch. Also ich habe alle Sahnekäse in die Lasagne, in die Nudeln, alles reingepackt. Und jetzt habe ich auch noch so Lust auf was richtig, richtig nices, süßes. Aber wir haben gar nichts mehr. Und ich bin wirklich noch am Überlegen, ob ich noch zu einer Tankstelle fahre. Ich will so weiße Schokolade oder so. Hauptsache, ich habe eben auch totale Panik geschoben, weil... Wollt ihr sehen, was ich mal mit Marcel geschrieben habe? Ich kam nach Hause, erst vorhin ist Marcel mit mir gleichzeitig losgefahren. Morgen haben wir übrigens Couple Date. Da nehmen wir auch mit, wir gehen shoppen und planen unsere Mexiko-Reise. Na, auf jeden Fall kam ich nach Hause und er ist vorhin gleichzeitig mit mir losgefahren, so 17 Uhr, zum Rasenmähen bei seinen Eltern. Und dann kam ich nach Hause, es ist alles dunkel in der Wohnung und sein Auto ist weg. Ich so, Marcel, wo bist du? Warum sagst du nicht Bescheid? Weil es ist halt... stockduster und kalt draußen und wenn er halt abends, nachts so nicht da ist, dann sollte er schon Bescheid sagen, wo er ist, weil bei uns auf dem Dorf, hier gibt es so viele Rehe und Graben und so Gräben, you never know, ne? Und ich so, warum sagst du nicht Bescheid, was ist los, du kannst nicht einfach wegfahren, dann stundenlang nicht antworten und nicht rangehen und nicht zu Hause sein, ich mache mir Sorgen. Und dann kam ich so rein und ich habe so gesehen, dass seine Hose hier ist, keine Ahnung, war so ganz random vorhin, dass ich mal, dass irgendwie, es war so ein Instagram mit seiner Hose und dann habe ich halt seine Hose gesehen, da ich so, okay, er war ja zwischendurch hier. Und dann war ich so, deine Hose ist hier, hä? Also warst du wieder hier und du bist ohne Hose wieder weg. ja, und dann ist mir ungefähr 9 Minuten später das Licht aufgegangen, weil heute hat er Training. Ich bin nicht verrückt, ich hatte mir nur Sorgen gemacht, weil... Weil einfach. Anyways, fahren wir jetzt noch zur Tankstelle. Öffnungszeiten. Tanken und Shop. Ja, tell me, wann ihr offen habt. Schön, dass ihr duschen und so habt. Ich habe keine Öffnungszeiten gefunden, aber wir fahren da jetzt auf gut Glück hin. Es sieht aus, als hätte es noch auf. Das war ein ganz wilde Tonart. Ich habe erbeutet. Marcel wollte eine Metzmix. Dann habe ich Haribo Süß-Sauer. diese Teile. Dann habe ich Ritter Sport weiße Vollnuss. Und ein Kinder Country. Und jetzt fahre ich nach Hause und gucke Vampire Diaries. Und dann war dieser Tag, zumindest der Abend, perfekt. Marcel hat übrigens geschrieben, ob ich denn nicht, auf meine panischen Nachrichten, ob ich denn nicht den Dateplan gelesen habe, weil er hat so einen Dateplan gemacht über die nächsten 3 Wochen oder so, weil wir ein bisschen mehr darauf achten wollten, mehr Zeit miteinander zu verbringen. Und im Dateplan steht, Dienstag, wir haben beide Training. Und dann meinte er noch, fand er es crazy, dass ich anhand seiner einen Hose, die er hat, erkannt habe, dass er zu Hause war. I'm not crazy. Ich bin nur aufmerksam. Hallo, ich habe super viel erledigt heute schon und bevor Marcel und ich gleich losfahren, gibt es was zu essen und eine crazy Cleaning Session, weil mein Kopf ist irgendwie so voll und mir hilft es total, wenn ich dann mein Umfeld aufräume, weil das wahrscheinlich ein Grund ist, warum mein Kopf so voll ist, wenn man wüsste, wie es hier aussieht. Let's go. Heute habe ich noch saure Gurken in mein Rührei gemacht. Mega geil. Sehr underrated Kombination. Ich wollte heute einen Anfangsclip für ein Video drehen, das wollte ich schon. Vorsicht, Kamera! Was so ein Moment war. Super. Willst du vloggen? Kann ich mehr. Ja? War schon so lang der Vlog.
Schönen guten Morgen, herzlich willkommen. Guten Morgen ist gut, weil es ist 15.30 Uhr, aber für mich startet der Tag quasi mit diesem Ausflug mit meiner perfekt aussehenden Freundin wie jeden Tag. Und zwar fahren wir heute nach Posthausen in den XXX Lutz Dodenhof in mein Shoppingcenter des Vertrauens. Was machen wir dort? Richtig, es wird die zweijährliche Hose geshoppt, die mal wieder notwendig ist, weil meine andere am Arsch ein Loch hat. So sieht es nämlich aus. Sie ist ein bisschen zu, wenn man das sagen will, inflationär getragen worden. Das heißt, sowohl beim Rasenmähen als auch auf den Familienfeiern habe ich diese Hose getragen. Dementsprechend ist sie jetzt ziemlich am Ende. Und es beschränkt sich bei mir auch auf ein, zwei Hosen, die ich in meinem Sortiment habe. Und es wird Zeit, da dort keine mehr vorhanden ist, jetzt eine nachzushoppen. Genauso wie Socken, die bei mir auch tatsächlich eher Verbrauchsmaterial sind, die am Hacken gut und gerne nach dem dritten Tragen auch schon mal ein dickes Loch haben. Und deswegen wird es Zeit, dorthin zu gehen. Dort gibt es alles auf einen Fleck. Ja? Alles, was mein Herz begehrt. Ungefähr, ich muss einmal zu dem Laden, einmal zu dem Laden. Dann habe ich alles, was mein Herz begehrt. Und dann ist es so, wie du es schon immer kanntest. Und dann erstens das. Und zweitens ist die ganze Sache in einer halben Stunde durch. Und ich muss nicht in 1000 Läden rennen und mir alles zusammensuchen. Zusätzlich gibt es dort eine große Elektroabteilung, eine große Spieleabteilung und dann auch noch Bratwurst, Pommes und Schönschmalzgebäck. Egal. Ach, Scheiße. Oh, Baby, I just got bad. Man sieht jetzt richtig cool, dass wir auf der Rolltreppe sind aus dem Bild, ne? Hey, hey, hey! Ich habe das doch sogar auf Video von vorhin, oder? Wo du meintest, was wir jetzt machen. Wir kaufen eine Hose und essen Bratwurst, Pommes. Ihr wart dabei. Zweitens ist die ganze Sache in einer halben Stunde durch. Ihr wart dabei, als er das gesagt hat. 5 Stunden später eine Winterjacke. Er braucht nämlich eigentlich ja noch eine Winterjacke, Pullis, noch eine Hose, Schuhe, Unterhosen, Socken. Es ist schon 20 Uhr. Mexiko plane ich heute nicht mehr. Bist du nicht völlig fertig? Ich hatte Spaß. Ja, wenn man selber shoppt, hat man auch Erfolgserlebnisse. Marcel war halt super witzig beim Einkaufen. Er war immer so, sich irgendwas anguckt und dann so, boah, das ist voll hässlich. Oder? Und dann war so Zeit-Eye zu mir, oder? Und dann meinte ich so, nee, das sieht voll cool aus. Und dann meinte er, okay, dann probiere ich das jetzt an. Heute ist was angekommen für mein Kostüm. Für das krasse Captain and Sun Event. Mal sehen, ob ich es tragen werde. Das zu meinem Kleid. Oh, das sieht elegant aus. Und dann habe ich hier so einen Puff und dann habe ich hinten so Korsett geschnürt. Geil, oder? Das wird richtig nice. Wir essen jetzt Pizza, schauen Vampire Diaries. Ich habe mir heute nochmal eine neue Dose Gewürzgurken gekauft. Ich weiß auch nicht, was mich geritten hat, aber ich habe wirklich Cravings auf Gewürzgurken. Richtig, richtig dolle. Dann haben wir eben bei Rewe noch, die habe ich noch nie gesehen, Gnocchi gefüllt mit Mozzarella und Spinat. Mega nice. Probiere ich morgen mal aus. Magst du mich bitte einmal ranlassen auf den Kühlschrank? Dankeschön. Außerdem haben wir noch Saft gekauft. Haha, lecker. Super! Bin ich die Einzige auf der Welt, die sich der Pizzakäse nie reicht. Also ich weiß auch nicht, die. Warum machen die da immer so wenig Pizza, Käse drauf? Ich packe da auf jeden Fall noch mal ein bisschen was drauf.